Schauen wir uns so einen fertigen Plan mal an. Hier sehen wir einen relativ umfangreichen Plan. Wir werden natürlich in diesem Umfang heute keinen Plan erstellen, aber uns verschiedene Sachen rauspicken. Ich hatte schon gesagt, die kleinen Haltestellen schauen wir uns mal an, die Linien selbst. Wir werden uns diese Umsteigepunkte mal anschauen und verschiedene andere Dinge auch, wie wir das Ganze aufbauen. Und dann sollten Sie später in der Lage sein, Ihre eigenen Pläne zu entwickeln und das Ganze noch weiter auszubauen. Wir haben bei den Vorbereitungen schon gemerkt, das ist das berühmte Fass ohne Boden. Die Geschichte von diesen Plänen ist relativ interessant. Die Londoner U-Bahn wurde bereits 1863 schon geschaffen und seitdem gibt es auch das Thema, diese Pläne zu zeichnen. Hier ist ein alter Plan von 1926 von der Londoner U-Bahn und da sieht man schon, das Ganze ist mehr an eine Landkarte angelehnt. War ein Denkprozess nötig, um diese Topografie zu entkoppeln und sich gedanklich von diesen Landkarten mit Straßen, Hügeln und Bäumen zu entfernen und das Ganze zu abstrahieren. Und das hat dann ein Harry Beck gemacht. Des 1931 hat er damit angefangen, sich mit dem Thema zu befassen. Er hat dort als Grafiker gearbeitet und wollte das Ganze mal ein bisschen aufräumen. Und wie wir sehen, hat er das hier auch geschafft. 1933 gab es den ersten Plan, wie er ihn entworfen hat, mit strikten Linien, die senkrecht und waagerecht und in 45 Grad ablaufen. Und er hat auch diesen Einsatz von Farben noch weiter perfektioniert. Er gilt eigentlich als Urvater der heutigen Pläne. Nach anfänglicher Skepsis wurde das Ganze von vielen anderen U-Bahnen übernommen und ist heute eigentlich der de facto Standard, wenn es darum geht, diese Pläne zu zeichnen. Schauen wir mal, wie wir das mit unserer Software abbilden können, das Ganze. Ich habe hier an der Seite, habe ich für Sie auch wieder so einen kleinen Fahrplan gemacht, damit Sie immer wissen, in welcher Rubrik wir gerade sind und was wir gerade machen wollen. Hier unten an den Seiten sehen Sie es auch, das ist so einigermaßen auch beschriftet, aber halten Sie sich einfach hier links an diesen Fahrplan. Schauen wir das Ganze mal an. Wir haben ein leeres Blatt, wie immer. Und da fangen wir erstmal an, einen Rahmen drumherum zu zeichnen. Wir hatten ja gesehen, dass das Ganze meistens eingerahmt ist. Und da geht es schon los, dass wir einfach mit den Funktionen mal anfangen, hier das zusammenzubauen. Wir können hier oben unsere Software so konfigurieren, dass wir an der Seite einschnappen und zeichnen jetzt erstmal einen Rahmen drumherum und geben dem die Maße mit, wie wir sie gerne haben wollen. Wir haben jetzt hier von der Seite die Maße des Rahmens. Das wäre in diesem Fall, wäre das DIN A4 quer. Und wir wollen jetzt einfach den Rahmen so um 5 mm mal ein bisschen weiter nach innen ziehen. Deswegen können wir das hier ganz von den Maßen her so eingeben, wie wir es gerne hätten. Ich nehme hier mal dieses kleine Schloss raus, dass das Seitenverhältnis nicht mehr gesperrt ist. Und ich gebe hier einfach mal minus 5 und minus 5 ein. So. Und hier sehen wir vorne, dass das Ganze um das Zentrum skaliert wird. Wenn ich nochmal wieder reingehe und die Return-Taste drücke, dann sehen wir, dass der ganze Rahmen jetzt reingeschnappt ist. So, der liegt schön in der Seite drin. Das heißt, sehr elegante Methode, das Ganze da schnell reinzulegen. Die Ecken wollen wir noch ein bisschen abrunden. Da haben wir hier oben eine Abrundungsfunktion. Das ist auch was Designer-spezifisches. Und da haben wir das Ganze auch hier vom Seitenverhältnis gesperrt. Und geben da mal 3 mm Eckradius ein. Und dann über die Eigenschaften verpassen wir dem Ganzen noch, nehmen wir mal 3 mm. Wir haben manchmal bei diesen Übertragungen, gibt es manchmal so ein bisschen Hakeligkeiten irgendwie. So, also das Ganze machen wir dann irgendwie grau und gehen hier in der Palette mit der rechten Maustaste drauf und färben das Ganze grau ein. Jetzt haben wir schon mal einen Rahmen erzeugt, der uns gleich durch die Illustration führen wird.